Oh, wieder ein neues Update. Altmar HD. Toll. Oh, wo bin ich denn? Oh, ich liege in einem Bett. Ist das nicht toll? Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Subnautica. Willkommen beim neuesten Update. Ja, es ist ungefähr für mich vor einer Stunde rausgekommen und jetzt will ich euch direkt zeigen, was neu ist. Und zwar habt ihr schon gesehen, ich liege in einem Bett. Ja, das ist natürlich nur für die Umgebung. Es bringt gar nichts, außer dass man drin liegen kann. Ja, man kann damit, glaube ich, noch keine Nacht skippen. Das ist vielleicht mal bald möglich. Wer weiß das schon. So, wir kommen zum wichtigsten Teil dieses Updates. Und zwar gibt es jetzt Aufladestationen. Ich weiß, diese Station bringt an Bord vom Zyklopen eigentlich gar nichts, ja. Also man kann die Energiezellen hier aufladen, ich zeige euch das mal gerade. Man kann die so rausnehmen, jetzt gibt es eine neue Option hier unten, wenn ihr irgendwo drauf drückt, wo es Batterien gibt, ja. Wie zum Beispiel hinten am Arsch von der Seemotte oder hier im Energieraum vom Zyklopen. Dann könnt ihr die mit Linksklick aktivieren und dann müsst ihr unten links, rechts Unload Energiezelle drücken. So, dann habt ihr in eurem Inventar, geht auf den Charger und fügt ihr einfach hier ein. So, dann wird das aufgeladen. Natürlich müsst ihr das auf der Station machen, weil ich glaube, hier würde das einen sinnlosen Kreislauf ergeben, ja? Ich glaube, hier produzieren wir nicht mehr Energie, als wir sowieso schon in den Energiezellen haben. Ja, also würde der Strom einfach da reinfließen. Toll. Na gut, das ist das Teil. Das habe ich mir so gerne gewünscht. Das ist so geil, dass wir das endlich haben. Also da können wir damit richtig, richtig lange unterwegs sein, ja? Das Ding ist... Ja, werde ich dann irgendwann nochmal eine Station bauen, wenn ich hier drin leben kann? Ja, wahrscheinlich, natürlich. Man kann hier keine großen Aquarien bauen, das ist schon ein großer Mankel, ja? So, das nächste Gerät ist der Battery Charger, ja? Also für die kleinen Batterien auch mega geil, ja? Endlich, ja? Nie wieder Millionen Batterien bauen. So, als erstes, wie können wir die alte Batterie entfernen? Ihr nehmt das Werkzeug, wo die Energiezelle ist, drückt R, geht ihr nach links, Unload Battery, dann habt ihr sie in eurem Inventar. Öffnet wieder den Batterieslot und fügt die Batterien hier ein. Dann werden die auch da... Oh mein Gott, das sieht auch so gut aus. Da, guck mal, da sind die Batterien. Sieht das nicht gut aus? Oh mein Gott, guck mal, wie hübsch. Und dann werden die auch aufgeladen, ja? Also das macht schon mehr Sinn hier an Bord, aber das Ding halt gar nicht. Das sollte nur an einer Station sein. Und ich würde auch gerne wissen, wie schnell die sich aufladen. Meine Güte, da mache ich eine Batterieaufladestation. Guck mal, die wackeln sogar, meine Herren. So, dann gibt es Folgendes... So, und jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar haben wir jetzt hier noch ein Regal, ja? Zum Aussehen bringt auch nichts. Ein kleines Regal bringt auch gar nichts. Nur Aussehen, hier ist nur zum Gucken Zeug drin. Einen Stehtisch haben wir jetzt hier. Einen Snackautomaten, einen Bio-Abfalleimer und, ich meine, einen Laborabfalleimer, Entschuldigung. Und einen normalen Abfalleimer. Ja, das sind nur so Dekorationen, die wir irgendwo hinpacken können. Ist aber auch sehr cool. Ja, man sollte sich nie beschweren, weil davon brauchen wir eigentlich sehr viel, weil alles immer sehr karg und einsam aussieht. So, jetzt kommen wir zum nächsten Dingen. Und zwar gibt es noch... Neue Solarpanel. Ja, neue Solarmodule. Ne. Und zwar hier unten. Da habe ich eins hingebaut. Ich wollte ja eigentlich eine Teststation hinbauen. Aber im Creative Mode ist die Station immer dunkel. So, da. Sieht cool aus. Ein neues Model dafür. Auf jeden Fall sehr geil. So, das sieht sehr gut aus. So, jetzt zum nächsten neuen. Und zwar gibt es neue Lebewesen hier. Deswegen sind wir hier unten. Und zwar sind das auf Stelzen laufende riesenkomische Giraffen. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Die sind hier irgendwo. Da ist eins. Oh, da ist es. Da läuft es. Es läuft gegen eine Wand. Haha. Geil, oder? Das sind, keine Ahnung, wie sie heißen. Stelzis. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal hier. Wie nennen wir dich denn? Oh, es greift doch an, oder? Wow. Kann ich das scannen? Ich habe keinen Scanner dabei. Guck mal, sind die nicht schön? Cool, wie... Oh, das sind die ersten Landmeereslebewesen. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Unfassbar, wie können die überhaupt so über den Boden laufen? Geil, oder? Oh Mann, bist du süß. Na gut, Leute, das war's von mir vom neuesten Subnautica-Update. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein, Leute.